Gedankenarbeit folgt nicht mehr den Produktivitätsregeln der alten Industrie. Und deswegen ist die große Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, wie kriegen wir den Teil unserer Arbeit, der unscharfe, unstrukturierte Gedankenarbeit ist, wie kriegen wir den effizienter gebacken? Natürlich ist die Zukunft offen, weil der Mensch ist ja frei, sich so zu entscheiden oder anders. Und weil wir nicht wissen können, wie sich Menschen entscheiden, muss die Zukunft auch offen sein. Aber blöd wäre es nicht, wenn man was über die Zukunft sagen könnte. Ich bin ja schon der Meinung, dass man was über die Zukunft sagen kann, wenn Sie hier den James Watt anschauen. Wenn man zu dem seiner Zeit damals gesagt hätte, ja, die Dampfmaschine wird demnächst ganz super furchtbar wichtig. Wäre man da ein Schwätzer gewesen oder hätte man gute Argumente für die These haben können, dass die Dampfmaschine jetzt wichtig wird? Und damals war das so, dass die englischen Unternehmer nicht mehr hinterher kamen, Bergwerke zu entwässern oder Spinnräder anzutreiben oder den Blasebalg bei der Eisenschmelze. Also damals war das größte Problem beim Arbeiten, war der Mangel an mechanischer Energie. Und weil da der größte Flaschenhals war, deswegen haben damals die englischen Unternehmer den wissenschaftlichen Mitarbeiter von der Universität Edinburgh, den James Watt, bekniet und haben gesagt, bitte, bitte erfinde uns eine Dampfmaschine. Und dann hat er da 12 Jahre lang herumgetüftelt, bis das Ding endlich ausreichend effizient war und rentabel angewendet werden konnte. Und das heißt also, wenn wir jetzt heute in die Zukunft schauen wollen, Innovationen, neue Märkte, neue Berufe, neue Managementmethoden, Firmenstrukturen, Neuerungen im weitesten Sinne entstehen nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil es dafür eine wirtschaftliche Notwendigkeit gibt. Wir arbeiten immer mit einem bestimmten Mix an Werkzeugen, Kompetenzen, Produktionsfaktoren und die wachsen nicht gleichmäßig mit wie die Wirtschaft. Und deswegen hat man irgendwann einen, der wird besonders knapp und dann wird er zu teuer und es lohnt sich nicht zu investieren, Leute zu beschäftigen und dann wird es ungemütlich. Und dann wird man immer versuchen, da wo was besonders knapp ist, da ist der Druck, was besser zu machen. Als Transport der größte Flaschenhals war, musste halt die Eisenbahn gebaut werden. Und als wir mit der Wissensflut, mit irgendwelchen Karteikästen immer hinterherkommen, da haben wir halt so ein Ding wie den Computer gebraucht. Und das ist mein ganzer Crashkurs Zukunftsforschung für Sie heute in München, dass ich sage, wenn wir jetzt heute in die Zukunft schauen wollen, müssen wir uns überlegen, was ist denn jetzt der nächste Flaschenhals, vor dem wir stehen? Das ist je nach Firma und Branche auch unterschiedlich. Aber wir müssen unsere Produktionsfaktoren im Unternehmen in eine Rangfolge der Knappheit bringen. Was ist meine knappste, zweitknappste, drittknappste Ressource? Und dann mutig sein, politisch ableiten. Was heißt denn das für die gesamte Volkswirtschaft? Dann gibt es welche, die sagen Energie. Da bin ich sehr optimistisch. Wir werden Fensterscheiben haben, die Strom produzieren, diese Mehrschichtentechnologie bei den Solarzellen. Ich bin sehr optimistisch, dass wir Energie in den Griff kriegen. Na, wenn man einen Unternehmer fragt, was ist denn dein größtes Problem? Naja, dann sagt er nicht meine Energiekosten, außer er produziert Zement. Er sagt, ich finde nicht die richtigen Leute. Meine Leute sind zu blöd, die kapieren nicht, was ich denen sagen will. Ihr habt schon wieder einen Arbeitsgerichtsprozess führen müssen und übrigens die steigenden Lohnnebenkosten. Und was steckt hinter steigenden Lohnnebenkosten? Dann sind wir bei der Pflegeversicherung, das hat was mit den Lebens- und Arbeitsstilen in Jahrzehnten vorher zu tun. Dann sind wir bei der Rente, weil die Leute aus Krankheitsgründen zu früh im Schnitt in Rente gehen. Arbeitslosigkeit hat was mit Mangel an Gesundheit zu tun. Und die stetig steigenden Krankheitsreparaturkosten. Also ich gehöre zu denen, die glauben, dass jetzt Gesundheit der Flaschenhals ist, der uns zu Veränderungen zwingt. In der Arbeitsgestaltung, auf den Märkten, in der Sozialversicherung. Jetzt ist Gesundheit schon immer wichtig gewesen in der Geschichte, aber es war nie der Flaschenhals. Weil früher hatte man zwar Bergarbeiter, die dann mit 35 Jahren erschöpft waren, man konnte die austauschen, liefen genug Leute rum. Wenn man früher mehr Wohlstand hatte, hat man denen einen Elektrobohrhammer gegeben, Technik, und war durch Technik produktiver. Aber jetzt nach 200 Jahren Industriegeschichte, wo wir energetische und materielle Prozesse effizienter gemacht haben, jetzt wird der größte Teil der Arbeit Gedankenarbeit, planen, organisieren, beraten, Probleme lösen. Es gibt keine Technology mehr, die mir die Gedanken effizienter macht. Die Themen Gesundheit, Sozialverhalten sind deswegen so wichtig, weil das, was an Arbeit bleibt, nachdem die Maschinen uns die materielle Arbeit abgenommen haben und nachdem der Computer uns die strukturierte Arbeit abgenommen hat, was bleibt für uns an Arbeit noch übrig? Die Arbeit am Menschen und die Arbeit mit Wissen. Die Wirtschaft wächst in die gedachte Welt hinein. Ich bin in Ingolstadt groß geworden, als Kind in den 70er Jahren, da am Fließband kann ich mich erinnern, die Leute haben geschraubt, gefräst, montiert und nur wenige was mit Wissen gemacht. Wenn Sie heute bei uns in Ingolstadt eine Werksführung machen und das ist in Dingolfingen oder in Köln auch nicht anders, jetzt sind die Fabrikhallen menschenleer. Die Maschinen arbeiten alleine vor sich hin und deswegen habe ich gerade auch sehr gut vermarktete Mitbewerber am Markt, die sagen, Digitalisierung, 40% der Arbeitsplätze fallen weg, brauchen das Grundeinkommen. Die Arbeit geht uns nicht aus. Das halte ich für blödes Zeug. Uns wird niemals nicht die Arbeit ausgehen, weil Arbeit ist, Probleme zu lösen.
Arbeit ist, Probleme zu lösen, und weil wir Gott sei Dank auch immer Probleme haben werden, wird uns auch niemals die bezahlte Arbeit ausgehen. Die Arbeit geht uns nicht aus, die Arbeit wandelt sich. Eben nicht mehr mit Händen die materiellen Dinge direkt bearbeiten, das haben uns die Maschinen abgenommen, sondern Arbeit wird planen, organisieren, beraten, in dieser gigantischen Wissensflut das Wissen rauszusuchen, was ich brauche, um ein Problem zu lösen. Verstehen, was der Kunde eigentlich meint. Das ist ja gerade in der Softwarebranche ein Problem, weil da geht der Programmierer zu dem Mittelständler rein, hat keine Ahnung von den Informationsprozessen, der Mittelständler kann sich nicht richtig ausdrücken, alle naslang fällt ihm was Neues ein, die reden aneinander vorbei und dann entsteht am Ende so eine Schrankwehr. Das ist eine Software, die immer nur im Schrank rumliegt und nie zum Einsatz kommt. Ist kein Problem der technischen Machbarkeit, sondern ein Problem der Kommunikation. Oder dass man einen komplexen Sachverhalt durchdenkt und analysiert und niederschreibt. Und wissen Sie, einer muss sich immer plagen. Entweder der, der es schreibt oder der, der es liest. Und wenn sich nicht der plagt, der es schreibt, dann werden Sie am Ende die plagen müssen, die es lesen müssen. Und auch das ist Lebenszeit, unsere Energie. Also es geht um die Wertschöpfung in der gedachten Welt. Die Wirtschaft wächst in die gedachte Welt hinein. Und in der gedachten Welt gibt es keine Grenzen des Wirtschaftswachstums. Natürlich bei Autos schon oder bei Kühlschränken. Bei Dingen gibt es Grenzen des Wirtschaftswachstums, aber doch nicht für die Wirtschaft. Wenn Sie auf YouTube gehen und Sie schauen sich alte Vortragsfilmchen von mir an, wie ich so mit 90er-Jahre-Krawatte und viel zu großen Anzügen dastehe, ja, dann habe ich eine Stilberatung gemacht, es ist deutlich besser geworden. Ja, das ist eine immaterielle Wertschöpfung. Oder die Grafikerin, die meine Folien designt, oder ein Student, der für mich recherchiert. Ob diese Leute arbeitslos zu Hause rumhocken oder ob die zu Hause rumhocken und für mich Folien designen, ist jetzt vom Ressourcenverbrauch nicht der große Unterschied. Aber für die Wirtschaft schon. Es gibt keine Grenzen des Wirtschaftswachstums. Wir brauchen kein anderes Wirtschaftssystem und wir brauchen auch kein Grundeinkommen. Zumindest nicht aus dem Grunde, weil wir keine Arbeit mehr hätten. Wir werden auch für einfache Leute Arbeit haben. Auch im Wissensbereich. Und wir werden die einfachen Leute brauchen, um die höher qualifizierten bei den Routine-Sachen zu entlasten. Also diese Ängste, die durchs Land getrieben werden, sind furchtbar, also gnadenlos. Aber die historische Wahrheit ist eine andere. Die historische Wahrheit ist, dass wir eben immer deswegen mehr rentable Arbeitsplätze hatten, weil wir produktiver geworden sind. Nur weil wir produktiver wurden durch eine Dampfmaschine, konnte man bestimmte Arbeitsplätze erst anbieten. Vor 200 Jahren waren 80% unserer Vorfahren in der Landwirtschaft tätig. Ja, wenn das so wäre, dass Produktivitätsfortschritte Arbeitslosigkeit erzeugen würde, dann wären jetzt 80% der Leute, die früher in der Landwirtschaft gearbeitet haben, heute auf der Straße rumlaufen, die wären alle arbeitslos. Das Gegenteil ist richtig. Nur weil die Landwirtschaft immer produktiver wurde durch Feldwuchswechsel, chemische Düngung, Traktor, konnten die Leute in die Industrie gehen. Und nur weil die Industrie immer noch produktiver wurde, konnten die Leute in Dienstleistungs- und Informationsberufe gehen. Also wenn jetzt also die Arbeit der Zukunft ist Gedankenarbeit, haben wir eine neue Herausforderung. Weil nämlich der Wohlstand von Produktivität abhängt. Und bei Stanzmaschinen weiß man, aha, in einer Stunde habe ich so und so viele Teile gestanzt. Bei der Industrie weiß ich, was Produktivität ist. Eine Stunde Stanzmaschine, so und so viele Teile gestanzt. Das kann ich bei Wissen nicht machen. Als Vertriebler kann ich nicht sagen, ich habe 2 Stunden an den Kunden hingeredet und denen den Umsatz generiert. Funktioniert nicht. Oder der Techniker, der kann beim Problem nach 2 Minuten die Lösung gefunden haben, aber er kann nach 3 Stunden immer noch bei Null sein. Also Gedankenarbeit folgt nicht mehr den Produktivitätsregeln der alten Industrie. Und deswegen ist die große Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, wie kriegen wir den Teil unserer Arbeit, der unscharfe, unstrukturierte Gedankenarbeit ist, wie kriegen wir den effizienter gebacken? Und das ist keine Geschichte für ein paar Akademiker, sondern alle Berufe auf allen Qualifikationsniveaus haben immer mehr Arbeitszeitanteile, wo sie mit unscharfem Wissen umgehen. Auch der Fliesenleger, bei dem weiß ich, in einer Stunde hat er so und so viel Quadratmeter Fliesen gelegt. Aber auch der muss jetzt viel mehr über Design und Farben und Material Bescheid wissen und ein schwieriges Ehepaar beraten können oder so. Also der Anteil der unscharfen, strukturierten, und da müssen wir uns überlegen, wie kriegen wir den Teil effizienter hin? Und bei welchen Themen werden wir landen? Wir werden landen beim Thema Sozialverhalten. Weil je komplexer alles wird, desto mehr sind wir angewiesen auf das, was andere können oder wissen. Wir waren historisch gesehen noch nie so verwiesen auf andere wie jetzt. Deswegen wird das Sozialverhalten zum wichtigsten ökonomischen Kriterium. Und wir werden landen beim Thema Gesundheit, und zwar seelische Gesundheit. Weil früher im Fließband, ob die Leute miteinander zurechtgekommen sind oder nicht, war völlig egal für die Gütermenge, die vom Fließband runtergerollt ist. Aber jetzt in der Wirtschaft der Wissensgesellschaft, jeder ist der König oder die Königin in ihren Wissenskönigreichen. Und wenn Sie dann im Team jemanden haben, der ein bisschen komisch reagiert, leicht verhaltensauffällig ist, ein bisschen neurotisch, ist die Produktivität vom ganzen Team lahmgelegt.
Und deswegen, das war der Streit mit dem Stefan. Es ist nicht die Technik. Die digitale Revolution ist, dass es jetzt um die Menschen hinter der Technik geht. Weil die müssen sich überlegen, wie man alles macht. Und das große Thema, wo ich stundenlang drüber reden würde, wenn ich die Zeit hätte, ist, es ist ganz normal. Es gibt in der Geschichte immer Innovationen wie eine Dampfmaschine, die macht einen produktiver. Viele neue rentable Arbeitsplätze. Man kann Bergwerke entwässern, Spinnräder antreiben, Blasebalg für die Eisenschmelze antreiben. Und deswegen, weil man produktiver wird, deswegen hat man so viele neue rentable Arbeitsplätze, bis das halt durch ist. Und dann gibt es wieder eine Knappheit, Transport zu aufwendig, mit irgendwelchen Eselskarren über morastige Feldwege. Deswegen 20 Jahre Depression, Verteilungskämpfe, Elend, Arbeitslosigkeit, Sündenböcke, Nullzinsen, bis die Knappheit überwunden wird durch die Eisenbahn. Die Eisenbahn wird gebaut, weil die größte Knappheit im Transport liegt. Großer Boom, Skaleneffekte, Binnenräume erschlossen bis 1873, Gründerkrach. Was war los? Die Eisenbahnen waren gebaut zwischen den Gewerbezentren. Es gab nichts mehr zu investieren. Die Zinsen waren bei 0, irgendwas. In München wurden damals in den 1880ern die Juden auf offener Straße verprügelt. Wenn die sich bei der Polizei beschwert haben, hat die nichts gemacht. Das war ganz normal. Zwei Generationen vor Hitler. Und man hat die Zölle für Getreide geschlossen. Und man braucht einen Sündenbock und es wird konservativer, man schlägt. Unerfreulich, aber ganz normal. Und dann, die elektrische Strom, weil die Dampfmaschine ist gefährlich, laut, inflexibel. Mithilfe des elektrischen Stroms hat man dann Massenproduktion machen können, Chemieindustrie, deswegen auch Dünger für Landwirtschaft und Medizin. Stahl hat man 80% billiger herstellen können. Also durch den elektrischen Strom, großer Boom, bis in den Ersten Weltkrieg hinein. Elektrifizierung wird beschleunigt durch die Kriegswirtschaft. Anfang der 20er Jahre waren alle Fabriken elektrifiziert. Ende der 20er Jahre 80-90% der Haushalte ans elektrische Netz angeschlossen. Und dann gab es eben nichts mehr für die Unternehmer zu investieren. Die Preise werden runterkonkurriert, aber die Kosten sinken nicht mehr. Und deswegen wird die Gewinnmarge gegen null. Und dann werden die Mitarbeiter ausgebeutet, die Zulieferer ausgezuzelt. Ja, und man braucht immer weniger Geld von der Bank. Und was passiert mit den Zinsen, wenn alles durchinvestiert ist zu der Technologie? Man braucht kein Geld mehr, Zinsen sinken gegen null. Weil Zinsen sind nur Angebot von Nachfrage und Angebot von Geld, nicht wie diese Verschwörungstheorien im Internet andere Geschichten erzählen. Nein, Zinsen sinken auf 0,02% aufs Jahr. Bis März letzten Jahres konnte ich an dieser Stelle mit den Witz machen, da sind wir mit unseren 0,05% ja wahnsinnig weit von entfernt. Noch nicht mal den Witz kann ich noch machen. Und was machen die Leute, die Geld geerbt haben, Lebensversicherung ausbezahlt bekommen haben? 0% Festanlage ist langweilig, die kaufen Aktien oder eine Immobilie in München. Und dann steigen die so stark im Wert. Aber wenn innerhalb kurzer Zeit die Aktien und Immobilien so drastisch steigen, dann nicht, weil die so viel mehr wert geworden sind, sondern weil es im realen Leben nichts mehr gibt, wofür es sich lohnt, rentabel zu investieren, ist die ganze Aussage. Und wenn dann deutlich wird, dass man stagniert, dann wird es halt ungemütlich. Dann kommen halt die Krisen. Und deswegen müssen wir uns überlegen, wie kommen wir denn jetzt da raus? Und ich meine, ich bin inzwischen in der 10. Auflage, als ich das erste Auflage rausbrachte, ich sagte, das ist jetzt der Abschwung vom 5. Zyklus, das war 2003. 2006 wuchs die Wirtschaft wieder um 3%. Da haben die Leute gesagt, Händler, was erzählst du denn? Das stimmt ja alles gar nicht. Doch, stimmt schon, was unsere Strukturen angeht, aber weil die ganzen Schwellenländer bei uns Maschinen und Anlagen gekauft haben, die Russen, die Brasilianer, die Inder, die Chinesen, deswegen ist die Wirtschaft weitergewachsen. Aber wenn ich jetzt höre, dass die Brasilianer die letzten 2 Jahre um 4% und 3% runtergerutscht sind, weil die Chinesen nichts mehr kaufen an Rohstoffen bei denen, weil die selber nichts mehr wachsen, und die Russen gerade auf der Psycho-Couch liegen und ihre Stalinzeit verarbeiten und unter einer komischen Selbstwahrnehmung leiden. Und die Inder mit ihrem Hindu-Kastenwesen nichts auf die Reihe bringen. Dass uns noch einmal die Schwellenländer retten, das ist vorbei. Und dass wir noch mal einen Kredit auf den Wert unserer Währung aufnehmen, wie wir es 2008, 2009 gemacht haben, ist auch vorbei. Also ist ungemütlich, der Sack ist dünn, müssen wir uns fragen, wo kommt die Produktivität her? Landwirtschaft, die letzten 200 Jahre immer weniger Leute gebraucht. Leute gingen in die Produktion bis 60er Jahre, seitdem baut die Industrie Arbeitsplätze ab. Und ist weltweit so. Die Leute gingen aber nicht in Dienstleistung. Dienstleistung bleibt gleich. Was wächst, ist Wissensarbeit. Planen, entwickeln, beraten, Probleme lösen. Das ist wichtig, weil wir dadurch merken, dass wir uns auf die Produktivität konzentrieren müssen in diesem Wissensbereich. Bei Dienstleistung ist die Produktivität konstant. Da weiß ich, Taxifahrer, der mich zum Bahnhof bringt, der kriegt 1,60 € pro Kilometer, Produktivität klar. Dienstleistung ist die Produktivität klar. Bei Wissensarbeit, entwickeln, planen, verstehen, was der Kunde meint, eine neue Lösung finden, ist es nicht klar. Und jetzt kommt der große Knackpunkt, weil egal, wo Sie in der Welt Ihr Unternehmen haben, Sie können überall in der Welt einen Kredit aufnehmen, und sei es in Saudi-Arabien, ist völlig wurscht, wo Sie Ihr Geld herkriegen. Jeder kann jede Maschine weltweit einkaufen, bei uns in München, Milwaukee, USA, Südkorea, völlig wurscht. Jeder Unternehmer kann weltweit jede Maschine und Anlage einkaufen. Wir können weltweit unsere Produkte vermarkten, den Spezialisten in Paris mieten, das Wissen vom Internet runterziehen. Alle Produktionsfaktoren sind weltweit austauschbar. Und das Einzige,
Worin sich in Zukunft Firmen, Regionen, Kulturen unterscheiden werden, ist die Fähigkeit der Menschen vor Ort mit Wissen umzugehen. Hört sich banal an, ist es aber gar nicht. Weil Umgang mit Wissen ist immer Umgang mit anderen Menschen, die ich unterschiedlich gut kenne, die ich unterschiedlich gerne mag und mit denen ich unterschiedlich viele berechtigte Interessensgegensätze habe. Weil die Leute streiten ja nicht miteinander, weil sie böse Menschen sind, sondern weil sie aus ihrer Aufgabe heraus unterschiedliche Interessen haben. Und die Fähigkeit, das auszukarteln, nach einem besseren Argument und nicht, wer den Chef besser kennt vom Golfen oder so, sondern von der Streitkultur. Das macht den ökonomischen Unterschied aus. Und das verändert unsere Firmen. Früher so, oben der Chef, unten der gehorsame, austauschbare Arbeiter. Oben war die Fachkompetenz, unten hat der gemacht, was der vorgesagt hat. Jetzt sind die Dinge so komplex geworden, dass die einzigen, die sich noch auskennen, sind die auf der untersten Ebene, die Facharbeiter und Sachbearbeiter. Und je höher man kommt, desto mehr muss man Ressourcen moderieren. Die Leute fragen, was braucht es, um eure Aufgabe gut zu machen? Und deswegen gehen die Informationen nicht mehr von oben nach unten, sondern mindestens zu 51% von unten nach oben, in beide Richtungen. Wir brauchen zwar eine klare Verantwortlichkeit, aber wir brauchen durchlässige Hierarchien, um die bessere Lösung ringen zu können. Auch in derselben Ebene. Und weil das nicht mehr produktiv war, früher hat man sich einmal im Jahr zur Weihnachtsfeier getroffen, weil da gab es die Abteilung für Vertrieb und eine für Entwicklung und eine die hat produziert. Nein, heute ist es so, Sie holen jemanden, der kennt den Kunden, weiß, was er braucht. Sie holen sich jemanden, der kann mit der Maschine umgehen, Sie holen sich jemanden, der kann theoretisch entwickeln. Die sitzen im Team beieinander, sind in der Blütezeit der alten Industriegesellschaft groß geworden, haben aber nicht gelernt, partnerschaftlich, sachlich, zielorientiert in derselben Augenhöhe zusammenzuarbeiten und empfinden das als Machtvakuum. Und was macht man in einem vermeintlichen Machtvakuum? Man haut dem anderen schon mal vorsorglich eine aufs Maul, damit er nachher klar ist, wer im Zweifelsfall das Sagen hat. Und wenn Sie dann so einen Platzhirschen haben, der seinen eigenen Selbstwert davon abhängig macht, wie lange er redet oder wie laut, und derjenige, der was Vernünftiges zu sagen hat, der kommt überhaupt nicht zu Wort. Oder da sagt jemand was und es ist nicht blöd, was er sagt, aber er hat so 5% Unrecht. Was machen wir in unserer Kultur? Wir nageln ihn fest, weil er 5% wo Unrecht hat, statt dass man die gute Idee aufnehmen wird. Und das kostet uns so richtig Geld. Also da streite ich eben mit den Leuten rum. Also was uns Angst kostet, was uns Mobbing kostet, was uns schlechte Streitkultur kostet, was uns die Probleme zwischen Alten und Jungen kostet, die nicht partnerschaftlich gut zusammenarbeiten, die Männer und Frauen, die im Kopf unterschiedlich verdrahtet sind und eine abweichende Kommunikation und Wahrnehmung haben, schwankende Wichtigkeit, die wir in Zukunft haben, all diese Probleme. Ich glaube, es geht um den Menschen. Und wenn jetzt meine Mitbewerber sagen, jetzt kommt Industrie 4.0 und das ist der große Hype, das kann ich nicht verstehen. Weil, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, also ich wohne in so einer 70er-Jahre Doppelhaushälfte, ja, die ist dermaßen gestopft voll von Zeug, von unten vom Keller bis oben und das Dach, über 3 Generationen angesammelt. Wir haben doch gar keinen Mangel an Dingen. Also die Vorstellung, jetzt kommt Industrie 4.0, wir können das Zeug noch günstiger produzieren, halte ich für blödes Zeug. Wir haben doch gar keinen Mangel an Dingen. Wir haben Mangel an immateriellen Gütern, an Wissen, an Problemlösung, an Qualität, an Gesundheit. Wir haben einen Mangel an immateriellen Gütern, aber doch nicht an Dingen. Wir haben 44 Millionen Beschäftigte in Deutschland, davon 6 Millionen in der Industrie. Jetzt kommt Industrie 4.0, da werden wir vielleicht noch 1 Million verdampfen können, aber so, die werden ja überall aufgenommen. Nein, das ist der. Und deswegen die große digitale Revolution. Das ist die große digitale Revolution. Nicht die Technik, keine Nanotechnik, keine Gentechnik, keine optische Technologie, keine Medizintechnik. Das hier. Ich werde nur dann erfolgreich sein, wenn ich eine Transparenz herstelle, weil die Leute wahrhaftig sind. Dass ich mich darauf verlassen kann, dass sie mir die Wahrheit sagen, und zwar die ganze Wahrheit, nicht nach Nützlichkeit. Konflikte fair zu klären, statt zu unterdrücken. Beziehungen versöhnen, statt abzubrechen. Wir werden es uns aus ökonomischen Gründen nicht leisten können, nichts mehr miteinander zu reden, wenn wir zerstritten sind, aus ökonomischem Druck. Dienende Kultur statt interne Machtkämpfe. Das gesamte Wissen mobilisieren, da darf nicht jeder immer recht haben, weil er der Chef oder der Fachmann ist. Und so bekommen wir einen wirtschaftlichen Wettbewerb, der entschieden wird über Kultur. Und selbst wenn wir in einer säkularisierten Gesellschaft leben, sind überall die grundlegenden Wurzeln der Wertvorstellungen geprägt von religiösen Wurzeln. Gleichzeitig breiten sich durch die Digitalisierung, durch die Globalisierung alle Weltanschauungen, / Religionen überall aus. Wenn man so in Büros geht, der Manager, stehen jetzt so kleine Buddhas und Moslems kommen zu uns und Christen in Saudi-Arabien. Also alle Religionen, Weltanschauungen sind bunt gemischt überall auf der Welt. Und es kommt jetzt zu einem Wettbewerb der Religionen, / Weltanschauungen, der nicht von der Kalaschnikow entschieden wird und auch nicht von Theologen oder so, sondern wird entschieden von der Wirtschaft. Nämlich von der Frage, wer kann besser Kooperationsfähigkeit herstellen?
Und da werden wir eine Ethik haben, wo der Einzelne sich frei entfalten kann, nach seinen Gaben, so wie sie ihm gegeben sind. Nicht mehr unterdrückt in der Gruppe, aber eben nicht zu seinem Eigennutz, sondern um es eben für die Gesamtheit zu nutzen, das wird die Zukunft sein. Wir kommen aus einer Gruppenethik, der Einzelne wird dominiert. Da haben wir uns befreit, Individualismus war möglich, das ist ein notwendiger Entwicklungsschritt. Weil nur jemand, der individuell denken kann, dessen Werte sind belastbar. Da unten Gruppenethik, das war nur Dressur. Und oben ist dann, wenn man eine Balance findet zwischen berechtigten Interessen des eigenen, aber auch des Gesamten. Und wenn es dann demnächst ungemütlich werden sollte, bin ich überzeugt, dass es hier bei uns am besten mit sein wird, weil wir das von unseren Wurzeln und kulturellen Dingen ganz gut gelernt haben. Die abschließende Sache hier, Sie sehen diese Zyklen nochmal. Das ist unsere Bedürfnispyramide, die wir abgearbeitet haben. Ausreichend bekleidet, Massentransport, Massenproduktion, individuelle Mobilität. Der Computer hat die strukturierte Wissensarbeit abgenommen. Und ich halte das, was an Digitalisierung verkauft wird, noch als Sahnehäubchen drauf. Aber ich hole seit 20 Jahren meine Kontoauszüge im Internet. Und na gut, es gibt ein paar Versicherungen, die haben es halt verpennt und müssen jetzt noch ein paar Büroorganisationssachen nachdigitalisieren. Aber so den großen Nutzen sehe ich jetzt nicht. Der große Produktivitätsfortschritt, der ist jetzt zwischen den Menschen und im Menschen. Und dann, wenn sich der Staub der Veränderung gelegt haben wird, dann wird die Welt besser, wie die Welt sich übrigens schon immer verbessert hat. Das ist alles, was es über die Zukunft zu sagen gibt. Bis zum nächsten Mal. Kann so wirklich die Arbeit der Zukunft aussehen? Wir sind der festen Überzeugung, ja, das, was der Erik da vermittelt, das muss in die Welt hinaus. Und das kannst auch du lernen, und zwar vertiefen in unserem Führungskräftetraining, wo Erik Händeler ein ganzes Modul zu genau diesem Thema durchführt.